vor gut 2 Jahren, es war tatsächlich eigentlich mehr oder weniger 2 Jahre her, da stand ich hier auf der Bühne, 2 Jahre und 2 Monate ist es her, das war nämlich im April. Und zwar bei der IMBA Netherlands, die wird heute auch die Weltmeisterschaft austragen, beziehungsweise morgen die Weltmeisterschaft austragen. Das war in genau derselben Halle hier, ja, in diesem kleinen Ort vor Fort Huizen, wenn so ausgesprochen wird. Wird auf jeden Fall spannend. Gleich geht es erstmal zur Registrierung. Ich denke, dass ich allerdings vor der Registrierung noch eine Kleinigkeit essen werde, ja, um einfach dahingehend schon mal ein bisschen was ins System zu kriegen. Denn ich war wirklich bis gestern mit 2100 Kalorien unterwegs. Ja. Also 8 Low Days, würde ich sagen. Ui. Form ist dadurch noch mal ein bisschen schön angezogen. Ja. Und jetzt habe ich auch ein paar Ladetage, aber dazu fragen wir nachher einen Coach mal, wie wir jetzt bis zur Show weitermachen. Jetzt geht es erstmal zur Registrierung. Das ist nicht richtig. Sind wir richtig? Keine Ahnung. Bin falsch. Und jetzt? Ah, das ist die Adresse, die drinsteht für Registrierung. Wo sind wir jetzt hier? Auf dem Campingplatz. Und suchen nach was? Wir haben nach der Registrierung. Also erstmal waren wir am Ort der Wettkampflocation. Da war aber nicht die Registrierung. Das haben sie aber vorher auch geschrieben. Das war mein Fehler. Jetzt sind wir hier irgendwo bei der offiziellen Registrierung. Und sieht sehr offiziell aus. Ja, laufen durch irgendeinen verkackten Campingplatz hier, um erstmal die Registrierung zu suchen, weil an der eigentlichen Adresse da war schon mal nichts. Ne? Wir haben jetzt auch andere Athleten hier kennengelernt, die haben es auch nicht gefunden, waren auch an dem anderen Ort. Jetzt haben wir einen Standort bekommen von einem weiteren Athleten, ja, und jetzt sind wir mal woanders. Das ist wirklich sehr, sehr bodenlos. Also, wir haben es gefunden, oder? Land in Sicht. Haben es gefunden, auf dem Campingplatz. Irgendwo und nirgendwo. Menschen mit Nasenpflaster, hier sind wir richtig. Ja, ist aber gut viel los, muss man sagen. Ich glaube, die Klasse, in der ich starte, ist dieses Mal auch voll. Das letzte Mal war ja Profiklasse-Weltmeisterschaft mit 4 Leute. Ich glaube, dieses Mal habe ich gehört, dass auf jeden Fall deutlich mehrere Athleten da sind. Was auf jeden Fall eine gute Sache ist, denn so macht es natürlich auch mehr Spaß. Aber die Registrierung dauert deutlich länger. Ramon, gehst du auch an den Start, habe ich gehört. Ich werde auch starten. Ich werde wie Daniel dieses kleine Abenteuer wagen. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr so scheiße dreckig flach wie am Morgen. Das ist wichtig. Ich muss sagen, du siehst auch deutlich vitaler aus jetzt. Also heute Morgen war bodenlos, war fatal. War fatal? War fatal. Aber ganz ehrlich, Arm sieht auf jeden Fall schon relativ brachial aus. Also ich würde behaupten, ohne Spaß, du hast die dicksten Arme hier auf der Show. Bro. Schmeicheln mich doch jetzt nicht so, aber du hinter der Kamera hast safety Arme. Nee. Nee. Dann optisch sicher optisch die vielleicht. Was gab's hier noch? Hast du schon reingeschaut? Ich habe schon reingeschaut. Wir haben hier einen zerknitterten Zettel. Ja, geil! Einen Elfbar. Ja. Gab's den auch da drin? Und hier noch eine Cappy. Das ist ja der Wahnsinn. Die steht dir, glaube ich, super. Die will mich stehen. Leute, Registrierung ist durch. Wir waren jetzt, wie lange waren wir da? 2 Stunden, oder? In etwa, ja. Schon lange. Und es waren wirklich nicht viele Leute vor mir. Also das ist eigentlich die Härte. Vor allem, ich musste jetzt, guck mal, ich habe jetzt hier 3/4 Stunde angestanden. Alles schon bezahlt für das Tanning, das ich hätte eigentlich dann doch nicht nehmen müssen. Das finde ich gerade das Ding nicht mehr. Perfekt. Hier, ja. Damit ich diese Karte bekomme. Tanning Daniel Kubik. Ich habe schon alles bezahlt vorher. Ich habe jetzt eine 3/4 Stunde für diese Karte gewartet. Und mein Tanning-Termin ist eine 30 Minuten. Hauptsache, ja, egal. Egal, nicht aufregen. Das ist perfekt, dafür habe ich eine gute Kappe bekommen. Schön, das ist es, oder? Steht das, dir, ja. Das ist es. War auf jeden Fall lange. Jetzt gibt es das Donnerstag-Mittag-Meal, hat Alina mir gezaubert. Ja, und dann gucken wir, dass wir jetzt mal ein bisschen was ins System kriegen, weil bisher ist original ein Mehl drin, ich glaube 550 Kalorien oder 600 oder so. Also ist schon kritisch. Wir haben Reisbrei, Banane, Peanut Butter, Zimt, Evo Way Cinnamon Milk. Also alles, was es braucht. Wenn ihr ein bisschen was sparen wollt auf das Evo Protein, habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, bis Sonntag 18 Uhr den Summer Sale zu nutzen mit dem Code KWK. Das hat nämlich 20% Rabatt. Und ich rede jetzt nicht länger, denn ich muss zum Training. Also, nutzt den Code. Guten Abo. Leute, hier wird auf jeden Fall das Timing groß geschrieben. Ramon, wann ist Tanning? Ja, in 30 Minuten. 30 Minuten. Also wird hier vor dem Tanning nochmal alles frisch gemacht. Seiten werden auf jeden Fall heute nicht auf Null gemacht, aber die Arme, Alter. Arme auf Null. Richtig geil, wenn das William sieht. Vorm Sitz, Registrierung durch. Auf jeden Fall. Bin ich gespannt jetzt.
schauen auf jeden Fall gleich auch nochmal drüber. Mit bisschen Farbe. Mit bisschen Farbe bist du schon doch eher Käse auch. Also, ich gehe zum Tanning, wir sehen uns gleich. Ihr habt es gesehen, Ramon macht sich jetzt noch hier einmal frisch. Ich habe zum Glück die Rasur schon gestern Morgen gemacht. Dementsprechend bin ich da schon mal fertig. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Step. Und zwar kriege ich ein bisschen Farbe drauf. Ich freue mich. Das letzte Mal, dass ich ProTan genutzt habe, war bei der IMBA Hungary. Und das ist derselbe Tanning Service. Da war ich eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Bin in der Regel Fan, eher die Farbe selbst zu machen. Aber ja, heute nehmen wir es mal mit. Wie gesagt, ist eine Spaßshow für mich. Geht um nichts. Ich bin noch sehr, sehr weit von meinen Hauptwettkämpfen entfernt. Dementsprechend hier ganz entspannt Tanning Service nutzen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Hier, das wird morgen die Bühne sein, ja, und ich bin echt überrascht. Ich hätte eigentlich gedacht, es wird eine kleinere Halle, aber die Bühne, die macht auf jeden Fall was her. Hier werden hier gerade noch die letzten Vorbereitungen gemacht. Alright, Leute, Tanning ist jetzt soweit durch. Ich würde sagen, für die erste Schicht ist auf jeden Fall okay. Für meine Verhältnisse ein bisschen zu hell. Aber morgen gibt es dann die zweite Schicht und ich werde mir wahrscheinlich dann direkt danach noch eine dritte, vielleicht vierte Schicht geben lassen und dann sollte das hoffentlich auch passen. Jo, kann man mal machen. Ich finde ganz ehrlich, der Look von der Farbe sieht doch schon ganz nice aus, oder? Sieht wirklich geil aus. Also, wenn es jetzt nicht so arg verläuft, dann ist eigentlich alles gut. Safe. Zeig mal die Chest, Digga, einmal durchdrücken. So, Freunde, Farbe ist drauf, wir sind zurück im Airbnb. Ich war noch einmal einkaufen, was es gekauft gab. Das kann ich euch auf jeden Fall gleich auch nochmal zeigen. Jetzt hier mit dem Coach am Start, Belly. Wie ist so die Sachlage heute? Erzähl mal kurz was. Die Sachlage ist, dass wir sehr konservativ laden. Eigentlich gar nicht, könnte man für argumentieren, weil wir im Grunde nur einen High Day ausführen und Proteine und Kohlenhydrate ein wenig tauschen. Heißt, deutlich weniger Protein als sonst, was wir verkraften können in dem Stadium für den einen Tag und eben die Tatsache, dass wir in etwa bei Erhaltungskalorien liegen und dafür aber eben mehr Kohlenhydrate. Mehr Kohlenhydrate bedeutet allerdings ein bisschen über 400 Gramm, 425. Das macht Daniel natürlich nicht voll, aber es hält ihn in der Prep-Planung. Wir können uns dennoch erwarten, dass er ein bisschen voller dasteht als mit 200 Gramm Carbs oder weniger. Ja. Also das zeigt auch so ein wenig, wie viel Priorität die Show hat. Aber wir versuchen natürlich trotzdem ein ansprechendes Paket morgen zu präsentieren. Sonst war es zu teuer, Freunde. Ja. Also gut, gehen wir mal rein in einen kleinen Formcheck. Beste ist eigentlich, dass ich die weißen Socken angelassen habe. Das war natürlich auch sehr clever. Sehr smarter Move. Water tent to your eyes. Front leg spread. Side chest. Falsche Seite. Schon eine Mal. Dann noch ein bisschen die Lücke zu. Side triceps. Back double biceps. Objektiv betrachtet ein relativ praller Look. Würde ich auch sagen. Also schon
Deutlich besser auch als heute früh. Ja. Auf jeden Fall. Ist halt auch morgens immer, ne? So eine andere Sache. Aber ich habe auch eben schon mit Ramon gesprochen. Wenn man jetzt so ein bisschen angemalt ist und ein bisschen mehr Farbe drauf hat, wirkt schon doch nochmal ein bisschen anders auch. Auf jeden Fall. Ja. Aber fühle mich schon sauflach. Also wirklich. Ja. Sehr flach. Wir haben jetzt nochmal 200 Gramm Carbs, die offen sind und ins System kommen. Also in Summe kommen wir dann über die 400 und bis morgen sollte das zumindest in einem Look resultieren, der kaballer ist als der jetzige. Aber wie gesagt, ich glaube grundsätzlich nicht, dass Daniel auf der Bühne negativ auffallen wird, weil er flach ist. Er wird einfach nicht die Fülle präsentieren, die er könnte, aber das ist für uns auch in Ordnung. Ich würde sagen, wir sehen jetzt auf jeden Fall, dass die letzten Lowdays Erträge mit sich gebracht haben. Wir haben ja vor kurzem nochmal eine Anpassung vorgenommen und Bizeps ist freier geworden, die Quads sind nochmal besser gekommen. Am linken Glut sehen wir jetzt auch einen kleinen Einschnitt, der natürlich nicht mit gestreiften Gluts gleichzusetzen ist, aber wir haben Kontur da, wo auch Kontur sein sollte und dementsprechend wird es morgen auf jeden Fall auf jeden Fall sehr passabel. Wird man nicht mehr. Man wird immer gewinnen, ja, aber mal gucken, was es wird, ja. Also, heute schon ein paar gesehen, ich muss sagen, wir hatten eben mit Ramon, gell Ramon, es waren schon echt viele gute Athleten. Das sage ich ganz ehrlich. Wart ihr ein bisschen überrascht? Ja. Also ich war schon ein bisschen überrascht, weil es waren schon viele auch wirklich gute und nicht nur so vereinzelt. Also normalerweise, du siehst ja immer mal einen so und denkst, boah, aber war doch der Durchschnitt, der jetzt auch beim Tanning war. Und da waren ja schon nicht alle. Ja, war schon gut. War schon, also für eine Frühjahrsweltmeisterschaft auf jeden Fall. Safe. Wir sind gespannt. Ja. So sieht übrigens ein Arbeitsplatz bei Online-Coaches aus. Ja, also ihr seht, auf jeden Fall. 10 Uhr morgens, deswegen. Ja. Da wird auch gar kein F gegeben vor dem Schlafengehen. Ne? Monster ist auf jeden Fall am Start. Ramon hier mit einem übertrieben leckeren Mehl habe ich eben schon probiert. Er hat mich gezwungen. Ins System rein. Ja. Schmeckt auf jeden Fall. Ja. Ich habe so das Gefühl, dein Gesicht wird irgendwie von Stunde zu Stunde leaner. Ich weiß nicht warum. Ich habe gerade auch meine Freundin FaceTime anrufen wollen, habe so in die Kamera geschaut. Ich habe mir gedacht, fucking hell, mein Gesicht sieht gar nicht, sieht eigentlich für einen Wettkampf. Passend aus. Passend aus. Ja, ein bisschen geht noch. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen tot geht noch. Ehrenloser. Ja. Ja, Freunde, ihr seht, die Stimmung hier ist auf jeden Fall extremst gut. Also egal, wie der Tag jetzt halt eben auch mit Registrierung gelaufen ist, man kennt es ja. Ja, also wir kennen es tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht anders. Ja, es gibt ein paar Wettkämpfe, da läuft die Registrierung deutlich besser, aber an sich war das alles auch sehr entspannt. Tanning ging dafür super fix, ja, vonstatten. Muss morgen auf jeden Fall noch eine Schicht drauf machen, eher sogar zwei Schichten, weil über Nacht schwitze ich da meistens auch noch mal ein bisschen was runter. Coach ist so lala happy mit der Form, was die Umstände so halt hergeben, ne? Und dementsprechend gibt es jetzt für mich erstmal Meal Nummer 3 für heute. Ja, auch relativ wenig, ja, bringen die 300 Gramm Carbs jetzt erstmal voll und dann zeige ich euch auch mal im Nachgang noch, was ich mir für die Tage auch nach dem Wettkampf hier gekauft habe, denn die Diät muss natürlich direkt weitergehen. Schatz, zeig mal den Post. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Überraschung! Daniel KBK und Ramon Limacher steppen on stage 13 Wochen und 16 Wochen vor dem eigentlichen Wettkampf. Du willst dich nicht blamieren oder dafür braucht man sich auch gar nicht schämen. Also egal, wie es morgen laufen wird. Da kennt jemand mein Ego, ne? Die Dame macht mir ein bisschen Mut, ne? Ich fühle mich mit dem Conditioning ja noch nicht ganz so wohl, aber ja, ich denke, für die Umstände ist okay. Absolut. Für dich gibt es jetzt hier eine Kleinigkeit zu essen. Ja, hast doch heute mein ganzes Essen schon vorbereitet, ne? Ja. Gestern schon. Ja. Dementsprechend, ich bin heute fleißig versorgt worden. Dankeschön dafür. Die Supporterin seit Tag 1. Ne? Nicht seit 7 Jahren, sondern hier Tina ist die Tag 1 Supporterin, Freunde. Ja. Schwesterlein. Früher so. Habe ich das Essen gemacht. Früher? Also, mein Erfolg sind die beiden netten Damen hier, ja. Wann kann man essen? Schmeckt, ja. Auf jeden Fall. Ich bin ja normalerweise, dass ich noch viel mehr Salz dran habe auch, ne. Also da sind jetzt 2 Gramm Salz dran, das ist ja sehr, sehr moderat, weil wir salzen ja normalerweise schon unseren Reis immer, ne? Mhm. Dafür ist aber okay. Gibt jetzt hier nochmal ein bisschen Gemüse, ja. Reis mit Ei, Hähnchen und ein paar Gewürzen. Und dann gibt es auch noch eine Mahlzeit später. Dann bin ich auch heute schon durch. Ich erkläre euch nachher mal noch, was ich so für Makros heute über den Tag habe, weil das ist wirklich sehr, sehr gering. Ich glaube, ich kriege es sogar aus dem Kopf hin. Ich bin heute bei insgesamt
2850 Kalorien mit allem drum und dran, also mit meinen Supplements schon drin, ja, Omega 3 ist da drin, ein Monster ist da auch mit eingetrackt und so weiter und so fort. Insgesamt 430 Gramm Carbs, 138 Gramm Protein haben wir, glaube ich, über den Tag und 55 Gramm Fett. Also ja, es wäre in der Offseason nicht mal ein normaler Tag, ja, nicht mal zum Gewicht halten. Aber es ist ja jetzt eine andere Situation und dementsprechend, ja, nehme ich die Carbs auf jeden Fall doch ganz gerne mit und freue mich jetzt einfach über das Essen, das ich jetzt schon habe. Guten Abo. So, sieht so aus, als ob Ramon sich hier gerade sein letztes Meal zuzubereitet. Aber auch ehrlich, das ist respektlos geworden. Ich habe noch nie auf einem Gasgrill gekocht. Oh, es sieht auch gut aus, ehrlich gesagt. Findest du ehrlich, es sieht gut aus. Es riecht auch lecker. Ja, es sieht gut aus. Was hast du da? Wir haben hier Zucchetti, weil wenig Barstoffe. Mhm. Zucchini auf Deutsch? Ja, ich habe es verstanden. Ich bin Schweizer, ja. Und dazu noch ein bisschen Chicken, Reis, also wirklich eine Standard. Eine Lademahlzeit. Auf jeden Fall, Freunde, kommt mal mit. Ich zeige euch mal ein bisschen, was es hier in dieser Bude auch zu essen gibt. Also, wir haben jetzt hier eben mal ein bisschen was gekauft. Und zwar habe ich mir für die nächsten Tage schon mal was vorgekauft. Ich habe mir hier so Proteinmus von Danone geholt. Ja. Und von Danone auch noch so ein High-Protein-Skier, also für die Tage nach der Show. Denn am Ende des Tages, die Diät schläft nicht und wir müssen auf jeden Fall weiter pushen. Nebenbei, ja, auch natürlich an die Queens gedacht, wir werden einen kleinen Trip nach Amsterdam machen. Deswegen gibt es hier ein paar Gurken, es gibt auf jeden Fall ein paar Tomaten. Und ich habe hier noch irgendwo eine kleine Paprika-Version des Ganzen. Links, guck mal. Ah, hier. Finde die auf jeden Fall super süß. Ich frage mich jetzt nur ehrlich gesagt, ob ich nicht doch 15 Euro dafür bezahlt habe. Aber da steht 3 vor 5 Euro. Korrekt. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie was geworden. Auch ein paar Heidelbeeren gibt es, einen Apfel. Ja, und ansonsten nur Hähnchenbrust und Skier. Weil mehr ist tatsächlich halt eben in den Lowdays oder an den Lowdays nicht drin, wenn wir vielleicht abends noch irgendwo was essen gehen wollen. Dann muss ich natürlich wieder sehr, sehr soft machen, aber damit bin ich auf jeden Fall gut ausgestattet. Und jetzt gibt es für mich noch eine letzte Mahlzeit und die zeige ich euch auch noch und dann beenden wir auch das Video. Was es gibt, das seht ihr jetzt, darauf freue ich mich nämlich schon den ganzen Tag. Für mich gibt es jetzt hier erstmal noch 3 von den Reis-Belly Reiswaffeln. Und zwar haben wir hier einmal das Ganze in Vanille-Kokos, einmal in Karamell und hier noch einmal in Karamell. Mit einem Eierbecher abgewogen, werde ich mir jetzt hier noch so ein bisschen Salz installieren. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Denn wir brauchen hier nochmal 2 Gramm Salz da drin. Und es geht einfach alles vorbei. Ja! Oh Gott! 2 Gramm! Ja, jawohl. Plus 2 Gramm, die ich jetzt neben dran gefüllt habe. Aber egal. Wir kamen ans Ziel. Ja, und dementsprechend bin ich auch für heute tatsächlich ausgestattet. Ja, ihr seht, es ist noch so ein bisschen anders wie an meinen normalen Lademahlzeiten, die ihr noch von der letzten Wettkampfvorbereitung beispielsweise kennt. Da war ich tatsächlich meist noch ein bisschen cleaner unterwegs, aber da es ja mehr oder weniger einfach nur ein Highday ist, ja, Verdauung auch auf die Lebensmittel, die ich jetzt hier ausgesucht habe, in der Regel gut funktioniert, habe ich mir gedacht, machen wir jetzt keine großen Faxen, wir bleiben in den Lebensmitteln drin, die ich auch in der Diät an beispielsweise Highday konsumiere. Bisschen leicht verdaulicher noch, aber das sollte dementsprechend passen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, das nächste Video abzuchecken, denn morgen geht es auf den Wettkampf bzw. zum Wettkampf. Und da wird auch recht zeitnah schon das nächste Video erscheinen. Also Kanal abonnieren, Video liken und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace out. Als Abschluss des Videos, das hier ist es, Freunde. Philadelphia Milka, ja. Nehmt ihr euer Sand aus dem Eierbecher, häuselt das hier drüber. Skala 1 bis 10, wie lecker ist es? 12.